Ist in Ordnung. Schau dich nur an. Versuch noch ein bisschen zu schlafen. Wir haben geschworen, uns nie zu belügen, was immer auch geschieht. Hab keine Angst. Ich werde bei dir bleiben. Ganz egal, was passiert. Nein, lass mich. Ich weiß, was du vorhast. Bis jetzt suchen sie nur eine Frau, die ihren Mann erschossen hat. Sie werden denken, sie hat aus Verzweiflung Selbstmord begangen. Wenn ich tot bin, bist du frei. Das könnte ich nie tun. Du bist mein Leben. Ich liebe dich. Noch mehr liebst du dich selbst. Du willst dein Leben retten. Das ist nicht wahr. Dann hätte ich ihn noch nicht erschossen. Ich habe es für uns getan. Für uns beide. Ich bedauere nicht, dir begegnet zu sein. Ich bedauere nicht, dich zu lieben. Mach schnell. Ich werde mich nicht wehren. Ich liebe dich. Verzeih mir. Thomas, entschuldige bitte, kann ich dich mal stören? Was denn? Du hast Besuch. Also doch nicht jetzt, mitten in der Probe. Entschuldig bitte. Wer ist es denn? Deine Frau. Sie wartet im Büro. Na, herrlich. Was will sie? Hat sie nicht gesagt. Aber sie war sehr liebenswürdig. Na, dann stimmt was nicht. Geh du noch mal mit Hannah den Text durch. Bis zum Mord, ja? War übrigens viel schöner so. Viel besser. Erik auch ganz prima. Pass auf, du kannst am Anfang noch ruhiger bleiben. Kannst du dir leisten. Stimmt. Mhm. Thomas, das geht nur wirklich nicht, dass Erik jede Gelegenheit benutzt, um mich abzufummeln. Entschuldige mal, aber das gehört zur Szene. Komm, mach den Text durch. In 5 Minuten geht's weiter, okay? Farbe so? Ja, die Farbe geht. Aber die sind doch viel zu flach. Das will keine höheren tragen. Wieso das denn auf einen? Lass uns später drüber reden. Wir haben gerade eine Probe, falls es dich interessiert. Davon weiß ich nichts. Du erzählst mir schon lange nicht mehr, was du treibst und wo du bist. Wir sind in Endproben, das weißt du. Was gibt's? Ich muss weitermachen. Ich glaube nicht, dass du weitermachen wirst. Du wirst nur noch deinen Künstlern Adieu sagen. Das Theater wird geschlossen. Du warst schon witziger. Ach ja? Ich habe Fotos bekommen und auf jedem bist du drauf. In einem Café, an einem Spielbanktisch, vor einem Juwelier. Und jedes Mal ist diese Frau dabei. Was hast du ihr denn Schönes geschenkt? Du lässt mich bespitzeln. Nenn es, wie du willst. Ausgerechnet Lore Renders. Als wir heirateten, sagtest du, die Geschichte wäre zu Ende, aber du bist noch heute mit ihr zusammen. Du musst mich für sehr dumm halten. Bleib ganz ruhig, ich erkläre dir das. Nicht nötig. 10 Jahre hast du mich hintergangen. Nein, das ist nicht wahr. Sie ist erst... Ich habe dir dein Theater finanziert. Durch mich bist du überhaupt erst aus dieser Künstlermisere rausgekommen. Komm mir auf, das wissen wir nur alle hier. Ich hatte mit ihr Schluss gemacht, als wir geheiratet haben. Glaub es oder lass es bleiben, wie du denkst. Vor einem halben Jahr etwa habe ich sie zufällig wieder getroffen. Aha. Es ging ihr nicht gut. Sie hat jemanden gebraucht, der ihr Mut macht. In der Spielbank? Mein Gott, ja, in die Spielbank hat sie mich eingeladen. Und? Danach hast du sie ins Bett gebracht. Hast mich belogen und betrogen. 10 Jahre hast du es mit ihr getrieben. Getrieben, getrieben, wie sich das anhört. Es ist nicht so, wie du denkst. Ich bin mit ihr nur... Zu spät. Ich will nichts mehr hören. Zahlungen für das Theater sind gesperrt. Das ist vollkommen idiotisch. Damit bestrafst du Menschen, die dir nichts getan haben. Die Techniker, die Schauspieler, alle anderen hier. Ach, auf einmal wirst du sozial. Das war ich immer, ja? Verdammt nochmal, Anke. In einer Woche ist Premiere. Du weißt, was das heißt. Hannah und Erik haben hart dafür gearbeitet. Sie verdienen diese Chance. Du hast ihnen diese Chance genommen. Nur du allein. Schon gut. Wir machen weiter. Selbe Szene ab, wie heißt das da? Ab Keine Angst. Und, ach, ja, Erik, versuch doch mal. Wo ist der denn jetzt? Bin schon da. Kleine Pinkelpause. Okay, sprich das Ganze mal ein bisschen sanfter, ja?
versuch wirklich, sie zu überzeugen. Und man kann es ja langsam steigern im Gefühl, okay? Mhm. Gerne. Gut. Nein, lass mich. Ich weiß, was du vorhast. Bis jetzt suchen sie nur eine Frau, die ihren Mann erschossen hat. Sie werden denken, sie hat aus Verzweiflung Selbstmord begangen. Wenn ich tot bin, bist du frei. Das könnte ich nie tun. Du bist mein Leben. Thomas. Hallo, Rainer. Hallo. Magst du einen Kaffee oder irgendwas? Nee, danke. Danke, Helga. Tja, Anke hat mich angezeigt. Sie sagt, ich wollte sie umbringen mit Giftgas. Sie hat jeden Bezug zur Wirklichkeit verloren. Na, immerhin gab es einen Anschlag. Ja, mit einer harmlosen Rauchpatrone, die jemand in die Garage geworfen hat. Ein dummer Jungenstreich von irgendwelchen Idioten, wenn du mich fragst. Man kann auch an einer Rauchvergiftung sterben. Was ist denn los mit euch? Was soll schon los sein? Wir leben aneinander vorbei. Höflich lächelnd natürlich. Na komm, immerhin habt ihr euch mal geliebt. Sie finanziert ein Theater, dir geht's doch gut, oder? Es gab vor ihr mal eine Frau, die ich sehr gerne hatte. Anke bestand darauf, dass ich diese Frau nie wiedersehe, aber vor einem halben Jahr habe ich sie zufällig wieder getroffen. Zuerst wollte ich ihr nur aus einer Krise helfen, aber dann ist mehr daraus geworden. Und Anke hat das rausgekriegt? Sie hat mir sogar einen Spitzel hinterhergeschickt. Oh nein. Und ich habe ihr sogar dabei geholfen. Hä? Du, ich hatte aber wirklich keine Ahnung, was Anke vorhat. Kannst du dich etwas deutlicher ausdrücken? Anke hat mich vor 4 Wochen angerufen und gefragt, ob ich ihr einen Privatdetektiv vermitteln kann. Angeblich irgendeine Betrugssache in ihrem Geschäft. Da habe ich ihr einen alten Freund empfohlen, der diesen Job wirklich gut macht. Tut mir leid, Thomas. Ja. Als Antwort hat sie den Geldhahn für mein Theater zugedreht. Wenn sie an einer Rauchvergiftung gestorben wäre, würde das Geld ja wieder fließen. Du hast ziemlich makabre Gedanken. Ich versuche mir nur die Gedanken der Polizei vorzustellen. Würden Sie auch als Leibwächter für mich arbeiten? Da müssen Sie erstens erklären, was Sie unter Wächter und zweitens unter Leib verstehen. Damit später keine Missverständnisse aufkommen. So kompliziert ist das. Ich brauche jemanden, der mich schützt im Falle eines Angriffs. Sie werden im Haus sein, wenn ich hier bin, und Sie werden mich begleiten, wenn ich weg muss. Meine Honoraransprüche kennen Sie ja vom letzten Mal. Die Anzahlung beträgt 4 Tagessätze. Sie sind ja ganz groß in Form. Hoffentlich bleibt das so. Ich werde mich bemühen. Wer hat außer Ihnen Schlüssel zum Haus? Niemand.
Ich habe heute Morgen die Schlösser auswechseln lassen. Und wenn Ihr Mann kommt? Wenn er kommt, dann werden Sie sich in seiner Nähe halten, höflich und bestimmt. Aber ich nehme an, dass er es vorziehen wird, bei seiner Geliebten zu übernachten. Oder im Theater, solange es noch für ihn existiert. Wenn ich das richtig sehe, führen Sie so eine Art Krieg. Wie bitte? Sie wechseln die Schlösser aus. Mein Mann wollte mich umbringen. Sie können ruhig lächeln, Herr Matula. Das ist nur mein Verlegenheitsgesicht. Und er wird es wieder versuchen. Es steht zu viel für ihn auf dem Spiel. Ich bringe dir Unglück. Wir bringen uns Unglück. Aber das muss wohl so sein. Ich hatte mir so geschworen, dass ich dich nie wiedersehe, als du sie geheiratet hast. Aus Dankbarkeit. Bitte hör auf damit. Ich werde nie vergessen, wie du gesagt hast, ich habe eine Frau kennengelernt. Die wird mir meinen Lebenstraum erfüllen, ein eigenes Theater. Das hat mir so wehgetan. Ich weiß. Jetzt fängt alles wieder von vorne an. Gerade wo es anfing, nicht mehr weh zu tun. Ich habe so eine Angst, dass du wieder zu ihr zurückgehst. Ach, Quatsch. Sie will die Scheidung. Ja, wirklich. Und ich bin froh darüber. Und was wird aus deinem Theater? Ja. Störe ich? Was gibt's? Ich wollte nur fragen, ob wir für morgen einen Probenplan haben. Wir brauchen keinen Plan, aber wir proben. Das ganze Stück um 10 Uhr. Sind die Requisiten schon gekommen? Mhm. Und die Rechnung für die Geräuschbänder. Leg's mir unten in mein Fach. Mach ich. Tschüss allerseits. Tschüss. Schönen Abend noch. Danke. Ich hätte noch ein paar Aktien, die könnte ich verkaufen. Was kommt nicht in Frage? Ich muss es anders schaffen. Wie denn? Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Mir wird schon was einfallen. Rauchen Sie? Ich gewöhne es mir immer noch ab. Dann werde ich auch verzichten. Danke. Waren Sie mal in seinem Theater? Um ihn zu beobachten. Da müsste ein Foto. Nein, ich meine in einer Vorstellung. Dazu hatte ich leider keine Zeit. Im Augenblick läuft Medea von Anhui. Und in der nächsten Woche sollte ein amerikanisches Stück Premiere haben. Zwei Menschen lieben sich und quälen sich zu Tode. Sowas soll vorkommen. Herr Matula, ich habe eine Frage. Auf einem dieser Fotos ist neben meinem Mann und seiner Geliebten die Regieassistentin zu sehen. Darf ich mal sehen? Weiß sie von der Affäre? Anzunehmen, sie ist die Tochter von Frau Renders. Wie bitte? Sind Sie sicher, dass wir dieselbe meinen? Ja, natürlich. Sie arbeitet seit 6 Wochen für ihren Mann. Verstehe. Sie hat diesen Job ihrer Mutter zu verdanken. Was hat denn das Blinken hier zu bedeuten? Das ist der Funköffner. Irgendjemand macht sich an der Garage zu schaffen. Ich sehe mal nach. Schließen Sie hinter mir die Tür und bleiben Sie im Haus.
Hallo? Hallo, ist da jemand? Wer ist denn da? Das ist ganz schön breit. Jetzt kotzt der gleich. Halte mir an. Na, meinst du, ich lass mir die Hose versauen? Auch wieder wahr. Moment mal, den kenn ich. Mensch, Matula. Notarzt. Klappe, der hatte Vorfahrt. Auch wenn dir das nicht passt. Dann lernst du eigentlich mal die einfachsten Verkehrsregeln. Ja? Kannst du mich verstehen? Ja, wo bist du denn? Universitätsklinik. Was machst du denn da? Ich habe mir eine kleine Wunde nähen lassen und jetzt bin ich noch zur Beobachtung hier. Was ist denn passiert? Später. Du musst mir einen Gefallen tun. Ich versuche seit einer Stunde Frau Bruck anzurufen. Die Frau deines Theaterfreundes. Die nimmt mich ab. Bleib schon hier, ich bin gleich da. Anke? Also, wir spielen. Premiere ist Dienstag, wie vorgesehen. Sind die Pressekarten schon verschickt? Noch nicht, ich wusste ja nicht. Spätestens morgen Abend müssen sie raus sein. Gibt sie wieder Geld? Sie ist tot. Sie ist erwürgt worden. Das ist ja furchtbar. Weiß man schon, wer es war? Nein, ich hab's eben von meinem Anwalt erfahren. Ja, wann ist es passiert? Irgendwann heute Nacht. Wahrscheinlich hat sie selbst dem Mörder die Tür geöffnet. Diese intelligente, vorsichtige Frau. Was sagt man in solchen Augenblicken? Am besten nichts. Ihr probt bitte allein, ja? Vor allem den Schluss, so wie wir ihn durchgesprochen haben. Ich kann halt nicht. Es tut mir sehr leid. Das weiß ich. Bis morgen. Ich hätte ihm die Verzweiflung fast abgenommen. Was soll das heißen? Och, nichts. Ich bin nicht blind. Halt dich da raus, sonst kriegst du Ärger. Mit dir? Sieh mal einer an. Das harmlose kleine Mädchen. Wollt ihr etwa hier stehen bleiben? Ganz recht.
Sie versperren die Ausfahrt. Sind Sie Herr Brock? Ja, wieso? Sie können Ihren Wagen hier lassen und in unseren steigen. Sie können auch mit Ihrem fahren, dann steigt mein Kollege dazu. Sie sind doch verrückt, was soll denn das? Wer sind Sie? Entschuldigung, Inspektor Geller, K1. K1 ist die Mordkommission. Wir haben ein paar Fragen an Sie. Hallo, Josef. Oh, hast denn keine Zartbitterschokolade? Tja, dann esse wieder mit. Ich esse gern. Schwester Ilse mag ich auch ganz gern. Schwester Ilse? So gut geht's einem, wenn's einem schlecht geht. Du verwöhnst mich ja richtig. Na, mal so ein bisschen. Oder hast du ein schlechtes Gewissen? Wieso? Na ja, schließlich hast du mir die Dame ja empfohlen. Wer anderen eine Empfehlung gibt, haftet nicht für den Schaden, der aus dieser Empfehlung entsteht. Du hast auch für alles eine Ausrede. Paragraph 676 BGB. Rainer, du bist ein netter Kerl, bloß Anwalt hättest du nicht werden sollen. Dafür ist es ja nur leider zu spät. Kannst du schon was erzählen? Moment, hast du die Kassette dabei? Seit wann bist du ein Heavy-Metal-Fan? Oh, schon immer. Aber mein Nachbar noch mehr. Kollege? Super! So, jetzt können wir nämlich ungestört reden. Meinst du, der Fahrer hat dich absichtlich angefahren? Ich weiß es nicht. Der hatte so ein irres Tempo drauf. Wahrscheinlich konnte er nicht mehr bremsen. Vielleicht hat er mich auch nicht gesehen. Wie auch immer, jedenfalls warst du ausgeschaltet. Und er konnte in das Haus zurückkehren und die Frau töten, auf die du aufpassen solltest. Was willst du damit sagen? Ich will damit überhaupt nichts sagen. Kannst du das Fahrzeug beschreiben? Ja, ein Geländewagen, rot, mit weißem Dach. Kennzeichen? Na, du hast vielleicht Humor. Ich bin mit dem Kopf aufs Pflaster geknallt. Aber ich habe so einen Wagen neulich gesehen, vor Brucks Theater. Die gleiche Farbe, das gleiche Modell. Ja, bitte. Ich bin's. Könnte ich mal Telga. Für dich. Ja? Ich hatte gerade einen Anruf aus dem Polizeipräsidium. Herr Bruck. Ist festgenommen worden. Mordverdacht, richtig? Ja. Ich fahr gleich mal vorbei, danke. Okay, tschüss. Wie lange musst du denn hier noch liegen? Hast du was zu tun für mich? Sieht so aus. Och, ich bin so gut wie entlassen. Ich denke morgen. Ich habe Anke nicht umgebracht. Warum werde ich festgehalten? Damit habe ich nichts zu tun. Dann komm, beruhige dich erstmal, Thomas. Setz dich. Wenn Anke noch am Leben wäre, wie würde dann deine wirtschaftliche Situation aussehen? Was soll diese Frage? Bitte antworte. Miserabel, das weißt du doch. Ja. Aber jetzt ist sie tot und dir geht es hervorragend. Du erbst ihr Haus, du erbst ihr Vermögen, du darfst dein Theater behalten. Was willst du eigentlich? Ich will dir deine Lage klar machen. Du bist der Hauptnutznießer ihres Todes, also bist du auch der Hauptverdächtige. Wenn alle, die aus dem Tod eines anderen Nutzen ziehen, verdächtig... Ich bin noch nicht fertig. Du bist weiterhin verdächtig, weil du für die Tatzeit kein Alibi hast. Du konntest zumindest der Polizei keins nennen. Ich war im Theater die ganze Nacht, von abends bis morgens. Ich habe dort geschlafen. Ich wollte allein sein. Aber du hast keinen Zeugen dafür. Noch nicht mal einen Anruf. Niemand kann deine Aussage bestätigen. Sag mir eins. Was glaubst du? Dass ich's war? Also, was ich glaube, spielt nun wirklich keine Rolle. Zumindest nicht für den Staatsanwalt und für die Polizei. Ich möchte es trotzdem wissen. Ich glaube nicht, dass du einen Mord eiskalt planen und ausführen könntest. Ich bin mir sogar sicher, dass du dazu nicht fähig bist. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob du nicht in blinder Wut töten könntest. Das wäre dann allerdings kein Mord, sondern Totschlag. Du baust einen so richtig auf. Vor 2 Wochen stand am Bühneneingang deines Theaters ein roter Geländewagen mit weißem Dach. Wem gehört denn der? Mir? Genau, wie gesagt, im Theater. Unser Betriebsfahrzeug.
Dann wird er vermutlich nicht von dir allein benutzt. Nein. Ist das wichtig? Vielleicht. Vielleicht kann dir das helfen. Tut mir leid, ich kann mich nicht erinnern. Woher auch, wir haben uns ja nie kennengelernt. Ich heiße Lore Renders. Ich bin mit Thomas Bruck befreundet. Ah ja, dann habe ich ja zumindest schon mal was über Sie gehört. Bitte setzen Sie sich. Danke. Und Krempel mal weg neben mir. Bitte. Danke. Haben Sie Thomas besucht? Ja, es war schrecklich. Ich war noch nie in so einem Untersuchungsgefängnis. Ja, man wird kontrolliert. Wir konnten kein einziges Wort ohne Aufsicht sprechen. Ja, sehr bedrückend. Er war es nicht. Er hat sie nicht umgebracht. Er war die ganze Nacht im Theater. Er kann es nur leider nicht beweisen. Doch, ich habe ihn gesehen. Ich war bei ihm. Wann war das? Zwischen 22 Uhr und 24 Uhr nach der Vorstellung. Das wissen Sie genau? Ja, ich habe bis 21 Uhr Unterricht gegeben. Ich bin Klavierlehrerin. Ich bin ins Theater gefahren, um ihn abzuholen. Haben Sie was dagegen, wenn ich aufnehme, was Sie sagen? Nein. Bitte. Als ich in sein Büro kam, lag er auf dem Sofa und schlief. Auf dem Fußboden standen einige leere Flaschen herum. Ich habe ihn nicht geweckt, weil ich gesehen habe, dass es ihm nicht gut geht. Wie lange waren Sie bei ihm? Circa 2 bis 3 Stunden. Ich habe mir dann ein Buch genommen, das auf dem Tisch lag. Die Lebenserinnerungen von Simone Signoret. Ich habe das Buch gelesen, bis ich müde wurde. Dann habe ich es weggelegt. Das Buch muss noch da liegen. Und dann sind Sie gegangen? Ich habe noch eine Decke über ihn gelegt. Ich war so gegen 1 zu Hause. Frau Bruck wurde zwischen 23.30 Uhr und 23.50 Uhr ermordet. Das scheint festzustehen. Werden Sie Ihre Aussage auch vor der Polizei machen? Ja, sicher. Wir haben im Haus des Opfers Fotos gefunden. 2 Dutzend. Ich kenne die Fotos. Ja, dann wissen Sie ja, was drauf ist. Ihr Mandant in trauter Zweisamkeit mit einer Frau. Ein Liebesroman in Schnappschüssen. Ein ganz hervorragender Fotograf, nicht wahr? Möglicherweise. Diese Frau bestätigt nun das Alibi ihres Mandanten. Na prima. Dann gibt's ja keinen Grund, ihn noch länger festzuhalten. Ich werde die Aufhebung des Haftbefehls beantragen. Frauen gehen mitunter sehr weit, um dem Mann zu helfen, den sie lieben.
Das ist doch wunderschön. Wollen wir das nicht alle? Ja, manche nehmen sogar die Last eines Meineids auf sich. Ja, ja, sowas soll's geben. Sie meinen damit aber nicht zufällig meine Zeugin, oder? Na, könnte ich. Nein. Ich glaube sogar, dass sie die Wahrheit sagt, aber ich glaube nicht, dass sie mit dieser Wahrheit ihrem Mandanten dauerhaft helfen wird. Jetzt machen Sie mich aber neugierig, Herr Kommissar. Ihr Mandant hat die Mordnacht in seinem Theater verbracht. Er scheidet also als Täter aus. Tja, wir müssen jetzt neue Ermittlungen anstellen. Und eines Tages werden wir vielleicht ein Geständnis haben. Von einer Person, die weder Beziehungen zum Opfer noch Motive für ihren Mord hat. Außer einem. Sie hat für diese Tat Geld bekommen. Von ihrem Mandanten. Haben Sie schon mal daran gedacht, Kriminalromane zu schreiben? Sie haben eine ungewöhnlich blühende Fantasie. Wirklich. Sowas ist selten. Mein Kompliment. Sollte der Haftbefehl wirklich aufgehoben werden, so sehe ich das als eine Art Urlaub an. Wir werden ihn sicher bald wiedersehen. Da haben Sie sich ja viel vorgenommen. Hoffentlich nicht zu viel. Wiedersehen. Schön. Also, fertig. Wunderbar. Bitte nehmt auch. Dass ich wieder bei euch bin, verdanke ich meinem Anwalt und deiner Mutter, die in den entscheidenden Stunden meinen Schlaf bewacht hat. Wenn es erlaubt ist, würde ich gern mittrinken. Darf ich fragen, wer Sie sind? Ich habe an dem Fall mitgearbeitet. Mit wechselnden Aufgaben. Ah, Sie sind der Schnüffler. Beunruhigt Sie das? Im Moment schnüffle ich für Ihren Anwalt und damit für Sie. Mit welchem Auftrag? Ich suche den Mörder von Anke Bruck. Darauf, dass Sie ihn möglichst bald finden. Was hat die junge Dame denn vorher so gemacht? Sie hat in London Theaterwissenschaft studiert. Ziemlich ehrgeizig. Lachs oder Schinken? Welche Auswahl? Käse. Käse. Und diesen Geländewagen konnte sie einfach so benutzen? Ja. Und auf dem Grundstück des Mordopfers bewegt sie sich, als ob sie da zu Hause wäre. Wie ist sie denn so? Stilles Wasser, aber eiskalt. Hat sie einen Freund? Von dem hat sie sich getrennt. Ja? Ja, klar, soll reinkommen. Soll ich bleiben? Bleib hier. Frau Renders. Bitte schön. Dankeschön. Tag, Frau Renders. Guten Tag. Das ist mein Mitarbeiter, Herr Matula, Frau Renders. Guten Tag. Guten Tag. Bitte nehmen Sie doch Platz. Na, haben Sie inzwischen mit Thomas gesprochen? Ich habe mit ihm telefoniert, aber ich komme eigentlich wegen einer anderen Geschichte. Als ich gestern bei der Polizei war, hat man mir Fotos gezeigt, die ein sogenannter Detektiv von mir und Thomas geschossen hat. Der sogenannte Detektiv bin ich. Dann können Sie mir sicherlich weiterhelfen. Es geht um eines der Fotos. Die Abzüge sind leider bei mir zu Hause. Nee, nee, die sind hier. Du hast sie nur nicht vergessen. Alles klar, danke. Ich hab schon. Was ist denn auf dem Foto zu sehen? Ein kleines Hotel. Vor dem Hotel ein Parkplatz. Auf dem Parkplatz mein Wagen. Das hier, der Pfalzburger Hof in Rettenheim. Ich kenne den Pfalzburger Hof nicht. Ich war nie in Rettenheim. Aber wie kommt bitte mein Auto auf den Parkplatz? Warten Sie. Pfalzburger Hof, am 10. September. Herr Bruck war den ganzen Vormittag bei seinem Steuerberater. Gegen Mittag haben Sie ihn dort abgeholt, er ist in Ihren Wagen gestiegen und Sie sind ohne anzuhalten nach Rettenheim gefahren. Ich habe Thomas nicht von seinem Steuerberater abgeholt. Ich war am 10. September in Rostock. Das weiß ich zufälligerweise genau, weil mein Bruder Geburtstag hatte. Ich war mir ganz sicher, sonst hätte ich doch nicht... Hast du gesehen, wie Thomas Bruck in den Wagen eingestiegen ist? Ja, vor dem Haus des Steuerberaters. Hast du auch gesehen, wie er in Rettenheim wieder ausgestiegen ist? Nein. Er ist auf den Hotelparkplatz gefahren mit Schranke, da kam ich nicht rauf. Sagen Sie uns, was wir für Sie tun können. Ich möchte nur das Foto haben. Hallo. Hallo, Rainer. Ich hab mich gerade hingelegt. Tut mir leid, darf ich kurz reinkommen? Ja, natürlich, komm. Danke. Ich bleib auch nicht lange. Aber einen Cognac trinkst du doch oder Whisky? Nee, vielen Dank. Du hast schon mal fröhlicher was gesehen. Was Unangenehmes für mich? Das weiß ich noch nicht. Na, dann setz dich doch, oder? Dir wird demnächst eine Frage gestellt werden. Mit wem du am 10. September in Rettenheim warst. Wer fragt das? Die Polizei? Nee, das glaube ich nicht.
Ich führe kein Tagebuch. Schon nach 14 Tagen weiß ich nicht mehr. Ich kann dir helfen. Du bist im Pfalzburger Hof abgestiegen. Glaubst du nicht, dass du ein bisschen weit gehst? Auch einem alten Freund sind nicht alle Fragen gestattet. Ich habe Anke einen Privatdetektiv empfohlen. Die Fotos, die er gemacht hat, haben leider zu einer Katastrophe geführt. Und ich möchte nun nicht, dass diese Katastrophe noch größer wird, verstehst du? Danke dir für deine Anteilnahme. Denk dir was auszuretten, Heim. Aber was Überzeugendes. Mach's gut. Thomas braucht sich nichts auszudenken. Er wird die Wahrheit sagen. Er war mit mir da. Wir hatten vor, es ihr zu sagen. Aber mit Rücksicht auf ihre Gefühle habt ihr es dann lieber doch nicht getan, ja? Rainer, du lebst in Gesetzen und Paragraphen, aber das Leben... Hör doch mal auf mit dem Gesülze! Dafür kennen wir uns nun wirklich lange genug. Komm wieder auf die Erde, bevor es zu spät ist. Wiedersehen. Rainer! Rainer, hör doch mal zu. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich bin da irgendwie reingeschlittert. Ich liebe eben beide. Tja, erst die Mutter, dann die Tochter. Das Leben ist bunt. Wie lange läuft die Sache mit der Tochter schon? Ein paar Wochen. Also der hat Nerven. Der muss sich völlig verändert haben. Als ich ihn vor 20 Jahren kennengelernt habe, war er unglaublich schüchtern. Der hat schon einen roten Kopf gekriegt, wenn ihn eine Frau nur angeschaut hat. Och, so geht's mir heute noch. Du armer Kerl. Das ging ja schnell. Machst du mal auf? Einmal Pizza, hallo? Einmal Kalamaus, einmal Salat, 27 Euro. Alles klar. Stimmt so, danke. Danke. Tschüss. Also irgendwie werde ich aus der Tochter nicht klug. Warum schnappt sie sich ausgerechnet den Liebhaber ihrer Mutter? Thomas Bruck ist für sie der interessanteste Mann. Das Abenteuer lockt. Vielleicht wollte sie ihrer Mutter eins auswischen. Wer weiß, was da für Rechnungen offen sind. Möglich. Damit trifft sie an der empfindlichsten Stelle. Du solltest dir mal einen größeren Teller kaufen. Zwischen Müttern und Töchtern läuft so manches. Matula? Ist Dr. Frank da? Ja, der ist da, soll ich. Nein, sagen Sie ihm nur, dass Thomas Bruck wieder verhaftet worden ist. Wann war das? Ich weiß nicht, ich habe es eben erst erfahren. Und nicht mehr so lange arbeiten. Tschüss. Wiederhören. Deine liebe Sekretärin, Thomas Bruck ist wieder verhaftet worden. Sein Alibi ist geplatzt. So schnell geht das. Scheiße. Tag, Frau Renders. Herr Dr. Frank. Meine Sekretärin hat Sie ja angerufen. Hat sie Ihnen nicht gesagt, dass ich für niemanden zu erreichen bin? Hey, nee, ich war gar nicht mehr im Büro. Gut, dann wissen Sie es jetzt. Ich wollte Ihnen auch nur sagen, dass Thomas wieder festgenommen wurde. Er hatte einen guten Anwalt, der wird Ihnen schon helfen. Er wurde festgenommen, weil Sie Ihre Aussage widerrufen haben. Dazu habe ich nichts zu sagen. Thomas hat Sie enttäuscht. Nicht zum ersten Mal. Sie hassen ihn. Da sehen Sie richtig. Sie müssen mich entschuldigen, ich habe eine Schüler. Frau Renders, Sie haben Thomas verloren. Und es würde mir leid tun, wenn Sie jetzt auch noch Ihre Tochter verlieren. David? Wir holen die Stunde das nächste Mal nach. Ja, ist gut. Wiedersehen, Frau Renders. Mach's gut, Junge. Kommen Sie bitte rein. Danke. Ich habe mich entschlossen, die Wahrheit zu sagen. Das ist alles. Und wie sieht diese Wahrheit aus? Ich war nicht im Theater. Was Thomas Bruck in der Mordnacht getan hat, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ob er dort geschlafen hat, alleine oder mit meiner Tochter, oder ob er bei seiner Frau war und sie getötet hat, ich kann Ihnen dazu nichts sagen. Als Thomas im Theater geschlafen hat, haben Sie gelesen, so haben Sie mir das zumindest erzählt.
Sie haben in diesem Buch einen Briefumschlag vergessen. Den hat die Polizei gefunden. Das muss früher mal gewesen sein. Ich habe immer gelesen, wenn ich auf ihn gewartet habe. Ich war in der Mordnacht zu Hause. Das habe ich alles schon der Polizei gesagt. Und warum haben Sie das Alibi zuerst bestätigt? Ich habe ihn geliebt. Wenn Sie wissen, was das ist. Ich hätte alles für ihn getan. Aber jetzt schauen Sie in aller Ruhe zu, wie Thomas zugrunde geht, ja? Er hat schon mehr als einen Menschen zugrunde gerichtet. Seine Frau, mich. Und meine Tochter wäre es nicht anders gegangen. Wenn Sie nicht dafür gesorgt hätten, dass er verschwindet. Ja. Wollen Sie? Mir ist nach einem Plauderstündchen zumute. Nachts um 11. Da lässt es sich auch am besten plaudern. Machen Sie mir die Tür auf. Warum haben Sie nicht vorne geklingelt? Oh, ich drehe immer erst eine Runde ums Haus, bevor ich mich melde. Alte Detektivgewohnheit. Haben Sie was bei Ihrer Runde entdeckt? Der Wasserhahn an der Terrassenwand tropft. Das muss Sie doch interessieren. Sie sind doch bald die Frau des Hauses. Nach Ablauf einer kurzen Trauerzeit, versteht sich. Was meinen Sie? In diesem Haus ist vor kurzem eine Frau ermordet worden. Hat Ihnen das niemand gesagt? Sie kommen sich wohl sehr witzig vor, was? Dr. Frank hat heute Morgen mit Ihrer Mutter gesprochen. Sie sagte, dass sie für Bruck alles getan hätte. Ist das bei Ihnen auch so? Meine Mutter berauscht sich gerne an tollen Worten, vor allem an ihren eigenen. Vorgestern hat jemand Post aus dem Kasten geholt. Er ist mit dem Geländewagen vom Theater gekommen. Das war ich. Der Mann oder die Frau, die in der Mordnacht im Haus war, ist mit demselben Wagen gekommen. Da haben Sie ja allerhand rausbekommen. Wo befindet sich der Wagenschlüssel normalerweise? Im Inspizientenpult. Und wer hatte ihn in der Mordnacht? Woher soll ich das wissen? Du musst es großzügig. Wer ihn braucht, kann ihn nehmen. Noch weitere Fragen? Ja, was machen Sie eigentlich hier? Ich feiere meinen Geburtstag. Ach, Sie haben heute Geburtstag. Na dann, meinen herzlichen Glückwunsch. Ich bin da allein raus, ich kenne mich aus. »20 Minuten vor dem Mord war ich noch hier im Haus. Ich habe den Mörder über das Nachbargrundstück laufen sehen.« »Herr Marteler, meine Mutter war in der Mordnacht im Theater bei Thomas.« »Das bestreitet sie aber.« »Sie war da. Ich weiß es. Ich habe im Büro angerufen zwischen 23 und 24 Uhr. Ich wollte Thomas sprechen. Sie nahm den Hörer ab.« »Und von welchem Apparat aus haben Sie angerufen? Vielleicht von dem da?« Eine Aussage, eine Gegenaussage, dann noch eine Aussage gegen die Gegenaussage. Wunderbar! Aber in der Regel werden solche Verwirrspiele leider nicht belohnt vom Gericht. Thomas, ich brauche die Wahrheit. Was ist in der Mordnacht passiert? Was soll ich denn noch sagen? Ich war im Theater, ich habe geschlafen. Und darum hast du nicht mitbekommen, dass du Besuch hattest, richtig? Nein, nein, es war niemand da, ich war allein. Aber willst du das wissen, wenn du geschlafen hast? Bevor ich mich hingelegt habe, habe ich abgeschlossen. Ich habe die Schlüssel stecken lassen. Es konnte also niemand rein. Und das Telefonat deiner Freundin mit ihrer Mutter? Eine Lüge. Eine gut gemeinte. Sie wollte mir helfen. Das heißt, es ist zu dünn, um drauf zu gehen, oder? Sehe ich das falsch? Nee, nee. Das siehst du schon sehr richtig. Ich habe meine Frau nicht umgebracht. Ich weiß nicht.
Das war wirklich gut. Danke. Entschuldigung, aber ich hab's eilig. Nehmen Sie mich mit, mein Wagen springt nicht an. Wo wollen Sie denn hin? Ich fahre Richtung Bahnhof. Bahnhof ist genau meine Richtung. Gut, steigen Sie ein. Danke. Hey, du kommst doch noch zur Feier, oder? Ja, ich muss nur schnell nach Hause. Das war Ihr Abend heute Abend. Sie werden tolle Kritiken kriegen. Ich hoff's. Wenn Frau Bruck noch leben würde, wäre der Vorhang heute bestimmt nicht hochgegangen. Und sie hätte niemand gesehen. Ja, was dem einen sein Brot, ist dem anderen sein Tod. Sie drücken sich ziemlich drastisch aus. Der Wagen hier gehört zum Theater, stimmt's? Sie benutzen ihn öfter. Wieso? Sie haben eben beim Spurwechsel ein Handzeichen gegeben. Sie wissen, dass der Blinker kaputt ist. Und Sie wissen, dass man die Tür beim Öffnen anheben muss. So, hier ist der Bahnhof. Ich habe es mir überlegt, ich komme noch mit zur Premierenfeier. Da fahre ich jetzt aber noch nicht hin. Würden Sie also bitte aussteigen? Mehr noch als mich liebst du dich selbst. Du willst dein Leben retten. Wenn ich tot bin, bist du frei. Was wollen Sie von mir? Toller Text. Ich war echt beeindruckt. Aus. Stellen Sie aus. Als ich Sie vorhin auf der Bühne gesehen habe, Ihre Bewegung, Ihre Gestik, da war mir plötzlich klar, das ist der Mann, der bei Brooks über das Grundstück geflohen ist. Derselbe, der die Rauchpatrone gezündet hat. Hey, was soll denn das? Hey, langsam, Freundchen. Und jetzt ganz ruhig. Du willst ja sicher morgen mit dem Gesicht wieder auf der Bühne stehen. Kein Grund zur Aufregung. Jetzt reden wir erst mal ein paar Takte. So, geht's jetzt wieder? Ich hab's hier nicht gebrochen. Sag mal, ist alles in Ordnung? Bisschen dick, das wird wieder. Das geht zusammen. Lass mal stecken, Chef. Geht aufs Haus. Tante Arnold. Soll ich dir sagen, wie es war? Du hast im Theaterfundes eine Rauchpatrone geklaut und hast das Ding dann in der Garage gezündet. Ich wollte doch bloß ein bisschen Angst machen. Das Ding war ja nicht lebensgefährlich. Ach so. Sie wäre aber fast dran erstickt. Aber nur fast. Deswegen bist du zwei Tage später noch mal wiedergekommen, um es noch mal zu versuchen. Nein. Das war... Na, was war? Darf ich vielleicht mal ausreden? Ich hatte Angst, dass man rauskriegt, dass das Ding von mir stammt. Na schön. Dann wurdest du gestört und bist durch den Garten abgehauen zum Wagen. Ja. Und mit dem hast du mich dann über den Haufen gefahren. Und dann bist du zurück zum Haus. Und wie bist du da reingekommen? Ich war nicht im Haus. Ehrlich nicht. Ich bin nur außen rumgelaufen und habe ins Fenster geguckt, weil ich Stimmen gehört habe. Stimmen? Was denn für Stimmen? Frau Bruck, sie hat sich mit jemandem gestritten. Mit wem? Bei Bruck? Ich bin's. Können wir's treffen? Jetzt? Ich muss doch auf die Premierenfeier. Ich bin sowieso schon spät dran. Kann ich diese verdammte Premierenfeier nicht warten? Gabi, ich muss mit dir sprechen. Gabi, bitte. Oh nein, jetzt kommt diese Platte wieder. Sei mir nicht böse, aber jetzt geht es wirklich nicht. Morgen, okay? Die böse Tochter wieder dran schuld, dass die Mutter alleine zu Hause sitzt. Hör endlich auf, mir immer und ewig ein schlechtes Gewissen zu machen. Kannst du nicht wenigstens kurz vorbeikommen? Ja, mal sehen. Später vielleicht. Tschüss, Mutti, ich muss jetzt wirklich los.
Gabi? Nein, Rechtsanwalt Frank. Was wollen Sie? Bitte machen Sie auf. Lassen Sie mich endlich in Ruhe. Frau Renders, wir wissen, wer Frau Bruck umgebracht hat. Danke. Worüber haben Sie sich mit Frau Bruck gestritten? Ich wollte mit ihr reden. Ich dachte, vielleicht kann ich vermitteln zwischen Thomas und ihr. Ich weiß, es war verrückt. Ich wollte sein Theater retten. Und wie hat Frau Bruck darauf reagiert? Sie nannte mich eine miese Nutte. Sie hat gesagt, wenn sie Thomas 50.000 Mark geben würde, dann würde er mich verlassen. Und da habe ich sie halt gepackt und... Und erwürgt. Ich habe ihn so geliebt. Thank you.